Ich bin voll überzeugt davon, dass es uns gelingen wird, ab 2022 ohne Kernkraftwerke auszukommen. Ich nehme mal an, dass wir 2/3 erneuerbare Energien haben. Und mit einer ebenso sicheren Energieversorgung, wie wir sie heute haben. Bei der wir unser Ziel von 50% Stromversorgung aus regenerativen Energien überschritten haben. Dass wir 2, 3 Gaskraftwerke haben werden, damit die Netze und die Versorgung stabil sind. Und wir haben auch die anderen Voraussetzungen geschaffen, dass wir unabhängig von nachbarschaftlichen Stromlieferungen sind, weil wir Speicherkapazitäten geschaffen haben, weil wir Schattenkraftwerke bauen konnten. Und dass wir einen Großteil der Wohnungen autark versorgen durch regenerative Energien und Energiespeicher, die im Keller stehen. Das setzt aber voraus, dass wirklich mit Volldampf, und zwar auf allen Ebenen, Bund, Bayern und Kommunen, diese Energiewende vorangetrieben wird. Meine große Hoffnung.